Voran. So, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite für alle diejenigen, die mich nicht persönlich und namentlich ansprechen können. Ich bin Alex, darf heute kurzfristig für euch mit einem Thema einspringen, was nicht ganz unwichtig ist, was viele von euch auch schon kennen. Ja, letztendlich werden wir auch nicht viel weiter als über das Sanitätsdienstlehrgangsniveau hinausgehen, aber so zur Auffrischung ist das jetzt in der Kürze der Zeit angedacht, dass wir das einfach nochmal kurz besprechen. Das akute Koronarsyndrom und mit der Teilunterschrift, wenn es in der Brust eng wird, haben wir eigentlich auch schon das Kardinalsymptom beschrieben. Ja? Also immer dann, wenn es irgendwie so ein Druckgefühl oder Brustschmerzen gibt, kann man von einem akuten Koronarsyndrom ausgehen oder es zumindest in die engere Wahl stellen. Es gibt natürlich für alles immer Definitionen. Ja? Grundlegend fasst man alle klinischen Krankheitsbilder darunter, die durch einen Sauerstoffmangel am Herzen direkt verursacht werden. Warum? Wieso? Weshalb? Da werden wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Grundlegend, wenn ihr Fragen habt, schießt einfach rein. Ja, braucht ihr euch nicht melden. Wenn es Fragen gibt, einfach drauf los. Zwei große Hauptthemen haben wir heute mit bei. Das ist einmal der Begriff Angina pectoris. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und es wird nachher im weiteren Verlauf auch der Begriff Myokardinfarkt sein. Unter Angina pectoris versteht man ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Angebot durch Minderdurchblutung des Herzens oder des Herzmuskelgewebes ohne Schädigung des Gewebes. Das sind also im Regelfall kurzfristig auftauchende Unterversorgungen in dem Bereich, die zwar Symptome auslösen, sehr unangenehm sind, aber wo es keinen Gewebsuntergang gibt. Wir unterscheiden die Angina pectoris in zwei verschiedene Stadien, einmal die stabile und, wie man auch da sehen kann, die instabile. Stabil ist immer dann, wenn das schon bekannt ist. Ja? Wenn der, die das Patient einfach häufiger so Druckgefühle in der Brust hat, auch relativ häufig einfach bei Belastung, ja, zwei, drei Treppenstufen, Treppenabsätze und dann fängt es schon mal an, so ein bisschen eng zu werden in der Brust oder immer, ja, sagen wir mal, wiederkehrend zu bestimmten Ereignissen, dann spricht man von einer stabilen Angina pectoris. Nitrosensibel, weiß jemand von euch, was nitrosensibel heißen könnte? Warum das da steht? Weiß jemand, was Nitro ist? Jawohl. Ja. Also nitrolingual ist so ein Spray, ja, so ein rotes, gelbes, je nachdem, meistens ist es rot, was relativ viele Patienten, die eben schon häufiger so eine pektanginösen Beschwerden haben, zu Hause haben, was die dann nehmen sollen. Blutung am Herzen, meistens, weil es irgendwie zu wenig, weil zu wenig Blut ankommt und wenn man die Herzkranzgefäße ein bisschen weitet, dann kommt da mehr Blut an. So ist die Idee dahinter. Wenn der Brustschmerz also nach Einnahme dieses Medikaments verschwindet, vollständig weg ist, dann spricht man von nitrosensibel. Hat also reagiert auf dieses Medikament. Instabile Angina pectoris ist immer dann, wenn es das allererste Mal auftritt. Dann spricht man erstmal initial von einer instabilen Angina pectoris oder aber auch, wenn es aus der Ruhe heraus auftritt, also ohne Belastung. Ihr sitzt auf dem Stuhl, auf der Couch, vom Fernseher und aus dem Nichts heraus, zack, Brustschmerz. Würde man eher erstmal von einer instabilen Angina pectoris ausgehen. Und ein weiterer Punkt, eine instabile Angina pectoris ist nicht nitrosensibel. Das heißt, die nehmen ihr Medikament, wenn sie es schon haben, aber es wird nicht besser. Manchmal wird es nur ein bisschen besser, aber es bleibt immer noch was. Und solange wie was bleibt, gehen wir immer von einer instabilen Angina pectoris aus. Im Regelfall ist die Dauer eines solchen oder solcher pektanginöser Beschwerden auf unter 30 Minuten begrenzt.
Ja, dann hört das meistens auch auf. Begründet Anstrengung, Belastung. Ja, unser System ist hochgefahren, Blutdruck steigt, Herz, Muskelgewebe wird nicht vernünftig mit Blut und Sauerstoff versorgt. Schmerzen, Ruhe, Blutdruck sinkt wieder und durch Blutung am Herzmuskel reicht wieder aus, weg der Schmerz. Den Sauerstoffmangel am Herzmuskelgewebe nicht. Das heißt speziell für die Herzmuskelgewebe, die genau, ne? Genau, nicht im gesamten Körper, sondern wir kommen, da gibt es nachher noch ein paar Grafiken zu. Letztendlich ist ja unser Herz ein Hohlmuskel, ja? Und dieser Muskel muss ja auch irgendwie mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Deswegen sind rund darum sind halt die Herzkranzgefäße, also die blutversorgenden Gefäße. Und die sind, warum auch immer, nicht gut durchflossen, um das mal so zu sagen. Also da gibt es irgendwo eine Einengung, eine Engstelle oder so. Und deswegen kommt da nicht genug an. Im restlichen Körper ist aber im Regelfall noch genug da. Also deswegen sinkt jetzt die Sauerstoffsättigung nicht zwingend. Das heißt, für uns im Sanitätsdienst ist nicht messbar, wenn wir die Sauerstoffsättigung messen. Genau. Ne? Das ist nicht, dass das stimmt. Genau. Muss jetzt nicht damit zusammen. Was können jetzt Ursachen für solche Symptome der Angina pectoris sein? Habt ihr Ideen? Genau. Aber durch Wiederholung lernt man ja, deswegen ziehen wir das nochmal zusammen und vielleicht kommt ja noch das ein oder andere dazu. Gefäßverengung jeglicher Art. Was noch? Noch eine Idee? Ja. Was könnten so Risikofaktoren sein? Welche Menschen werden denn wohl möglicherweise AP-Beschwerden, wenn man das so abkürzt, ja, haben können? Jeder? Alle? Fang mal mit Standard-Risikofaktor Alter an. Alte Menschen, ja. Schönes Risikoprofil. Was noch? Leute mit Bluthochdruck. Ja. Diabetiker, jawohl. Sportler. Die haben dann meistens ein anderes Problem, aber die kriegen möglicherweise gleiche Symptome. Ja. Raucher. Sehr gut. Ja. Also, naja, typisches. Schwangere Frauen, die rauchen, die Pille nehmen und ne? Alkohol trinken. Aber mal gesagt. Und alte, schwangere Frauen, die rauchen, die Pille sind. Ja? Also es gibt letztendlich immer, es sind ja immer die gleichen Risikofaktoren. Ja? Das ist so allgemein bekannt für alle großen Erkrankungen des internistischen Formenkreises, sind es eigentlich immer die gleichen Risikofaktoren. Okay. Letztendlich müsst ihr euch diese Herzmuskel- oder Herzkranzgefäße eben vorstellen. Die haben normales, beschränktes Lumen. Und warum auch immer, kommt es eben durch Arteriosklerose oder irgendwelche Fettablagerungen oder so zu einer Einengung dieses Volumens. Und dann fließt da demzufolge natürlich nicht mehr so viel durch. Ist ja klar, ne? Wenn ich da was reinstopfe, dann ist wie so ein verstopftes Klo. Ja? Dann fließt es nicht mehr ab. Ne? Und stimmt, genau. Okay, Myokardinfarkt, also ein Infarkt, Myokard ist das Herzmuskelgewebe selber, ne? Ein Infarkt des Herzmuskelgewebes. Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Angebot durch Minderdurchblutung am Herzmuskel ist genau das gleiche. Jetzt kommt es aber zu Schädigung des Gewebes. Überraschenderweise sind die Ursachen und die Risikofaktoren die gleichen. Ja, also auch da letztendlich kommt es zu einem Verschluss, der möglicherweise länger andauert. Ist der Myokard dann quasi die Folge von der Angina-Pectoris? Also es kann vollkommen separat sein. Du kannst auch einen Myokardinfarkt bekommen, ohne vorher Angina-Pectoris gehabt zu haben. Ja? Weil beide eine Unterversorgung des Gewebes am Herzen verursachen, sind die Symptome gleich. Bei der Angina pectoris geht es halt wieder weg und beim Myokardinfarkt bleibt es. Ja?
Du hast im Regelfall beim Myokardinfarkt auch mehr so Thrombenbildung, also so Blutgerinnsel, die diese Gefäße komplett zumachen. Ja? Beim Angina pectoris ist das Gefäß halt noch so ein bisschen offen, da kommt immer noch ein bisschen was durch. Beim Myokardinfarkt ist halt komplett verstopft. Ja? Herzkranzgefäße, ja? Also klar, hier Herzmuskel, ne? Koronargefäße, Herzkranzgefäße. Und hier kommt es zu einer Verstopfung. Warum auch immer. Und dann kommt da nichts durch. Dann fließt hier nichts mehr an. Und je nachdem, an welchem Teil der Herzkranzgefäße es verstopft ist, desto mehr oder weniger Gewebe danach wird natürlich nicht mehr vernünftig versorgt. Ist das verständlich? Also wenn, jetzt sagen wir mal, hier hinten so ein kleiner Ast verstopft ist, ja, alles hier drüber noch gut versorgt. Ein Infarkt. Ja? Wenn es aber gleich hier oben direkt an so einem Hauptstamm hier quasi zugeht, dann ist alles, was danach kommt, mit sämtlichen Verästelungen blockiert. Geht nicht. Ja? Und dann stirbt da halt eine ganze Menge an Muskelgewebe ab. Das ist auch so eine Ursache für so einen plötzlichen Herztod. Ja? Also irgendwo hat sich ein Blutgerinnsel gebildet, schießt dahin, steckt fest und danach kommt nichts mehr an. Und dann sagt unser Herzmuskel Folgendes: Ohne Sauerstoff arbeite ich nicht, ich streike, ich höre auf. Und wir können ja viel, aber ohne Sauerstoff geht Gewebe relativ schnell unter. Das heißt, die Muskelzellen sterben einfach ab. Ja? Und tote Zellen können nicht mehr arbeiten, pumpen nicht mehr. Demzufolge gibt es keinen Blutfluss mehr im Körper und wir fallen tot um. Wenn das hier unten ist, dann ist nur so ein kleiner Teil betroffen, auch nicht schön, aber möglicherweise noch zu kompensieren. Und wenn Herzmuskelgewebe abstirbt, dann passiert Folgendes, dann gibt es so Narbengewebe, ja, und Narbengewebe ist wieder was, was nicht gut Strom leitet. Deswegen schreibt man zum Beispiel auch ein EKG. Kennt ihr auch alle? Ne? Da mache ich ja auch nur Elektroden dran und messe, wie läuft der Strom im Körper. Also ich gebe ja keinen Strom durch, sondern ich messe ja nur, wie ist der reguläre Strom, den wir generell im Körper haben. Und weil ich diese Elektroden in taktisch sinnvoller Art und Weise rund um das Herz platziere, gucke ich mir halt auch das am Herzen an. Und wenn man da so ein bisschen geschult ist, sieht man halt, da fließt der Strom nicht so, wie er sollte. Und dann ist das im Regelfall Narbengewebe. Ja, das hat einen höheren Widerstand, deswegen gibt es andere Ausschläge, gibt es eine andere Amplitude. Und das ist das, was man mit diesem EKG versucht herauszubekommen. Ja, also ich kann jetzt, wenn ich ein EKG schreibe, den Infarkt nicht unmittelbar verhindern, möglicherweise. Ich kann nur sehen, da ist was. Ja, da ist schon was kaputt, möglicherweise. Und dieses EKG ist relativ wichtig gewesen in der Vergangenheit. Hat man nämlich noch so ein bisschen unterschieden zwischen einem N-STEMI und STEMI. Die Strecke, die uns in diesem EKG nämlich interessiert, ist die sogenannte ST-Strecke. Da gibt es gleich nochmal ein kleines Bild, da zeige ich euch nochmal ein bisschen was, was damit überhaupt gemeint ist. Aber man hat eigentlich unterschieden in einen Herzinfarkt, der quasi keine Veränderung der ST-Strecke hat, wo man nicht sehen konnte, dass da irgendwie Narbengewebe die Weiterleitung vom Strom gestört hat, und in dem Part, wo man das sehen kann, STEMI, ja, wo diese ST-Strecke verändert ist. Die hebt sich so ein bisschen an, deswegen steht da letztendlich ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Mittlerweile, ja, Medizin überarbeitet sich ja immer wieder so ein bisschen, da geht man wieder von diesen alten Definitionen und Einteilungen weg. Ja, man spricht jetzt eigentlich mehr von so einem Okklusions-Myokardinfarkt, also letztendlich ein Verschluss. Man kann den Infarkt, das ist wichtig für euch zu wissen, als das könnt ihr mitnehmen, der das ist jetzt wirklich ganz wichtig, man kann den Infarkt nicht sicher im EKG ausschließen. Also nur weil es da keine Veränderung gibt, heißt es nicht, dass der keinen Infarkt hat. Ja, weil ich nicht alles sehen kann. Brauche ich also immer ein Labor. Genau, deswegen brauche ich eine Laboruntersuchung.
muss die ein paar bestimmte Werte ermitteln, ja, unter anderem zum Beispiel Troponin. Ja, das ist ein Wert, der taucht relativ häufig, nicht ausschließlich, aber relativ häufig nur im Zusammenhang mit einem Infarktgeschehen aus, also mit dem Untergang von Herzmuskelgewebe. Kann noch zwei, drei andere Ursachen haben, aber wenn man eine Veränderung von diesem Troponin im Zusammenhang mit der Klinik Brustschmerz, ja, irgendwie hat, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwas am Herzen stattfindet. Das muss aber im Krankenhaus gemacht werden. Das können wir präklinisch außerhalb der Klinik nicht feststellen. Es gibt zwar Troponin-Schnelltests, ne, aber um so richtig sicher zu sein, müsste man auch eine Verlaufskontrolle machen. Das heißt, man bestimmt den Wert bei der Einlieferung und dann wartet man ein paar Stunden und dann misst man nochmal. Und wenn der Wert gestiegen ist, weiß man, ah, da ist wohl Herzmuskelgewebe untergegangen. Ist schlecht, weil da schon wieder viele Stunden dazwischen sind, wo man noch nichts gemacht hat, nichts dran geändert hat, daran, dass Herzmuskelgewebe untergegangen ist. Dieses EKG hier zeigt jetzt mal einen sogenannten STEMI, also einen entsprechenden Infarkt, den man auch im EKG erkennen kann. Dient jetzt nur so der Hintergrundillustration, da müsste man jetzt noch tiefer in Richtung EKG und wie muss das generell aussehen, gehen, um euch tatsächlich klar zu machen, woran erkenne ich das jetzt. Aber derjenige, der sich da eine Weile mit beschäftigt, der erkennt das da auf den ersten Blick, ja, hat einen Infarkt. Also wenn ihr draußen im Sanitätsdienst seid und da wird ein EKG geschrieben, ja, kann es also so sein, dass der Nico da zum Beispiel auf das angeforderte EKG guckt und sagt, ach du Gott, der ist ja krank, jetzt müssen wir was machen. Ne? Gut. Wo ich das sehe, also letztendlich kann man das hier, 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 also eigentlich in allen Ableitungen, ja, deswegen ist es genommen. Ja, du hast, man hat ja einen normalen Sinusrhythmus, kann ich jetzt gerade nicht so anmalen, weil hier, warte. Ich kann hier noch einen. Handelt es sich um einen Whiteboard-Marker? Ja. Es handelt sich um einen Whiteboard-Marker und um einen Whiteboard. Wir setzen verschiedene Medien ein. Aber das ist zu weit, du musst dich trotzdem noch. Sonst sehen die Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten nichts. Nein. So. Ich bin ja bekannt für meine Zeichnungen. So. Das wäre ein normaler Sinusrhythmus. Ist das sichtbar jetzt so für alle Beteiligten hier? Ich warte noch auf 10 Sekunden, ob es schon weg ist. Ja, ist es. Okay. Das ist so ein normaler Sinusrhythmus. Ja, wir haben für uns jetzt wichtig eine Strecke, die wir uns angucken. Dieser Bereich, der ist in der Infarktdiagnostik für uns, diejenigen, die sich so mit EKG auskennen, das Relevante. Und da wollen wir vor allen Dingen, dass ich diese Strecke hier, ja, auf möglichst der Ebene befindet. Auf der sogenannten isoelektrischen Linie. Wenn die davon abweicht, wie man das jetzt hier noch so sehen kann, ja, da haben wir ja das Problem, dass bei diesem Infarkt, anderes Beispiel, also, so, dann kommt hier der nächste. Sehe ich hier, gleiche Strecke. Isoelektrische Linie geht aber hier lang und ich sehe, da ist eine Hebung. Also diese ST-Strecke ist erhoben, ja? STEMI. Könnte man jetzt noch tiefer gehen? Es gibt hier ja in dem Bereich hier zum Beispiel ist die gesenkt. Das ist immer so spiegelbildlich, ja, je nachdem von wo man, aus welchem Winkel man auf das Herz guckt, kann man dann halt sagen, da ist es. Der geneigte Profi weiß aber auch, in welchen Ableitungen hier, also von welchem Winkel, was gehoben oder gesenkt ist, kann dir eigentlich genau sagen, welches Herzkranzgefäß da jetzt genau blockiert ist. Ja? Und dann könnte man im weiteren Verlauf im Krankenhaus mit einer
Herzkatheteruntersuchung und mit dem Herzkatheter so ein Stent setzen, also so ein kleines Drahtgeflecht in dieses kleine Mini-Gefäß schieben. Ne? Das macht man meistens über die Leiste oder hier über die Radialis und schiebt dann da den Schlauch bis hin. Ne? Ganz cool. Und dann macht man da so ein kleines Drahtgeflecht rein, pupp, lässt das so aufplatzen, ja, zack, und dann ist das Gefäß wieder eröffnet. Also man dehnt das Ganze auf. Man kann das mitunter auch so ein bisschen absaugen, ja, dieses, was auch immer sich da an Klumpen, Klott davor gesetzt hat, um einfach zu reperfundieren, also um wieder eine Versorgung mit Blut und Sauerstoff zu gewährleisten. Okay? Bitte. Wir können aber gerne auch mal in einem späteren Verlauf nochmal für die, die es interessiert, vielleicht so ein Skill-Training EKG machen. Für, hatten wir auch schon mal das, für das internistische Diagnostik, können wir gerne das nochmal machen. Das ist gar kein Problem. Okay, beides kann jetzt Schwierigkeiten und Komplikationen auslösen. Wie man sich vorstellen kann, die Kontraktionskraft des Herzmuskels, also die Kraft, mit der der Muskel sich zusammenziehen kann, um das Blut in den Kreislauf hinauszudrücken, sinkt. Wenn die Herzmuskelzellen wegsterben, ja, dann fehlt die Kraft. Wenn nur noch die Hälfte vom Herzmuskel mitmacht, dann geht es nicht raus. Ja, das sorgt dann für einen Blutdruckabfall. Ja, wenn die Pumpe, wenn der Motor nicht mehr geht oder stottert, dann sinkt der Druck und das ist doof. Es kann zu Störung des Reizleitungssystems kommen. Ja, wir haben und unserem Herzen ja ein eigenes System. Wir produzieren ja quasi wie so ein Zitteraal selber Strom. Ja? Und der sorgt dafür, dass unsere Muskeln sich zusammenziehen im Bereich des Herzens. Das wollen wir ja haben. Und diese Reizleitung, diese Entstehung des Stroms kann gestört werden. Komplikation. Es kann zum sogenannten kardiogenen Schock kommen. Ja? Das ist auch so ein Pumpversagen des Herzens. Ja, wenn jetzt so viel vom Herzmuskel geschwächt ist, gestört ist, möglicherweise schon abgestorben ist, dass der es überhaupt nicht mehr schafft, irgendwie einen Blutdruck aufrechtzuerhalten, ja, dann wird unser gesamtes System runterfahren. Ja, wir haben viele Organe, die auch gerne Sauerstoff und Blut abhaben möchten, mehr als nur das Herz. Ja. Unser Hirn hat gerne viel Sauerstoff, aber auch unsere Nieren. Die möchten auch sehr viel Sauerstoff abbekommen und durchblutet werden. Die Leber möchte sehr viel Blut abbekommen. Also da gibt es sehr viele Organe in uns, die sagen, ohne Blut und Sauerstoff streiken wir. Und das Problem ist, wenn die eine Weile lang nichts abbekommen haben, dann ist der Schaden irreparabel. Ja, dann kommt es möglicherweise zum sogenannten Multiorganversagen. Also man hat die Möglichkeit, so einen Herzinfarkt primär zu überleben, landet dann auf einer Intensivstation, weil es aber zu lange gedauert hat, um den Druck, die Durchblutung wieder so hoch zu kriegen, dass die Organe wieder vernünftig durchblutet wurden, steigen die halt einfach aus. Das passiert mitunter auch ein, zwei, drei Tage später. Ja, dann sagt die Niere irgendwann, ich bin raus, tschüss, mach ohne mich weiter. Bei der Niere haben wir noch ein Backup, ja, wir haben noch eine zweite. Das würde noch möglicherweise gehen, wenn die andere wenigstens mitmacht. Ist aber doof. Wir brauchen zum Beispiel, um die Niere vernünftig zu durchbluten, sagt man, brauchen wir einen systolischen Blutdruck von, naja, 70. Sollten wir schon schaffen. Und wenn der länger unter 70 ist, ist das immer schlecht. 2, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten spielen da jetzt nicht so die dramatische Rolle, aber für längere Zeit schlecht. Andere Organe sind da ebenso nachtragend. Ja? Das heißt, demzufolge, was relativ häufig auch noch passieren kann, wenn der Herzinfarkt primär überlebt wurde, wenn es nach so einem kardiogenen Schockereignis, wo es also lange Zeit nicht gut durchblutet war, dass es dann im Nachhinein zum Multiorganversagen kommt und dann stirbt der Patient möglicherweise oder sogar relativ häufig dann. Was aber auch passieren kann, und das ist ja mein Lieblingsthema, ne, der sofort eintretende Herz-Kreislauf-Stillstand, der plötzliche Herztod. Ja, zack, keine Sauerstoffversorgung mehr am Herzen, Herz hört aufzuschlagen, ohne die Pumpe geht nichts mehr, Blut sackt ab, der Schwerkraft folgend, der Mensch liegt da und stellt Herzschlag und Atmung ein. Und dann wäre unsere Aufgabe als zufällig Anwesende oder Hinzugerufene natürlich die Herz-Lungen-Wiederbelebung, um zu versuchen, irgendwie wieder ein bisschen
Blut durch den Kreislauf, durch das Kreislaufsystem zu pumpen. Wir gehen also auf manuell. Theoretisch ist ja mitunter der Hohlmuskel ja noch da. Er pumpt halt nur nicht selber. Das heißt, wenn ich jetzt von außen drauf drücke und den Schwamm ausdrücke, versuche ich halt Blut in den Kreislauf hineinzubekommen. Es gibt allerdings auch Erkrankungen, die die Beweglichkeit des Herzens so einschränken, dass ich draußen drauf rumdrücken kann, wie ich möchte. Da wird nichts mehr passieren. Ja, das ist ein Problem. Was wären jetzt eure elementaren Maßnahmen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Brustschmerzen. Ich habe so einen Druck auf der Brust, als wenn da ein Elefant drauf sitzt. Oder als wenn ich mir so einen Gürtel umgeschnallt hätte und der zieht richtig dolle. Ich kriege auch so ein bisschen schlecht Luft. Außerdem ist mir schlecht. Ich habe hier Schmerzen im Unterkiefer und zwischen den Schultergürteln. Und es strahlt so ein bisschen aus in den linken Arm, vielleicht auch in den rechten. Also eigentlich tut alles weh. Was macht ihr jetzt? Notruf 112. Jawohl. Und was kann er noch machen? Oberkörper hoch. Ganz wichtig. Ja? Wir möchten die eh schon angeschlagene Pumpe ein bisschen entlasten. Deswegen sollten wir jetzt nicht den Patienten dazu auffordern, einen Kopfstand zu machen, ja, damit alles Blut in Richtung Herz geht, sondern Oberkörper hoch. Ja? Pumpe entlasten. Möglicherweise Sauerstoff geben, wenn der Patient über Luftnot klagt, kann man das durchaus machen, mit einer Nasenbrille zum Beispiel, 2, 3, mit unter 4 Liter, völlig in Ordnung. Salah. Genau, die Vitalfunktionen erheben, so wir die Möglichkeiten haben. Ne? Okay. Beengte Kleidung öffnen, genau, um einfach so ein bisschen Raum, Luft zu schaffen. Ja. Aus dem Internet kam der Vorschlag beruhigen. Beruhigen, sehr schön. Wer auch immer das gesagt hat, das war richtig. Okay. Das heißt, man kann also auch ohne großartige apparative Unterstützung schon eine ganze Menge machen, um die Situation so ein bisschen zu entspannen. Ja? Beruhigen. Oberkörper hoch. Vitalzeichenkontrolle, so wir die Möglichkeit haben, Blutdruckmanschette oder sowas dabei haben, gegebenenfalls Sauerstoff geben, wenn wir im Sanitätsdienst sind, können wir auch noch ein EKG schreiben. Wir haben es ja. Ne? Die Geräte waren teuer, die müssen benutzt werden, wir wollen auch gerne neue bekommen. Ja, da muss man zeigen, dass wir die brauchen. Demzufolge machen wir das. Notarzt alarmieren. Ja, also Brustschmerz ist im Augenblick hier in unserer Region noch ein Notarztstichwort, so denn noch welche verfügbar sind. Das ist das, was man macht. Und erweitert, das trifft uns dann im Sanitätsdienst, im Zelt, in der Unfallhilfstelle, beziehungsweise wenn wir eben entsprechend qualifiziertes Personal dafür haben, gegebenenfalls einen peripher venösen Zugang oder den zumindest vorbereiten, eine Elektrolytlösung, um diesen Zugang dann offen zu halten. Es geht also nicht darum, den jetzt mit Volumen voll zu kippen und da möglichst viel Wasser reinzudrücken, auch wenn der Blutdruck niedrig ist, weil es nicht das Problem ist, dass der zu wenig Volumen hat. Es wird nur nicht verteilt. Ja? Demzufolge nicht viel reinkippen, weil das Herz ist ja schon, kommt ja schon nicht hinterher, sondern nur so ein bisschen leicht tröpfeln lassen, um diesen Zugang nicht auch noch verstopfen zu lassen. Ja? Wenn ich sage jetzt mal plakativ gesprochen, wenn so ein Herzkranzgefäß schon zugeht, ja, weil da sich so ein Blutgerinnsel vorsetzt, dann geht so ein kleiner Plastikschlauch bestimmt auch zu. Ja? Genau. Und etwas ausgegraut, weil es früher zwar noch relativ häufig war, man es aber jetzt nicht mehr so ganz macht. Ich denke, an den Bildschirmen zu Hause wird man es nicht lesen können. Nitrospray steht da. Ne? Das ist eine Maßnahme, die für euch jetzt schwer in den Hintergrund gerückt ist. Ja, früher hat man zumindest gesagt, im Rahmen der Ersten Hilfe noch anreichen, wenn die Leute also selber Spray haben. Und diese Symptomatik kennen, dann sollen sie das nehmen, ja? Dann sollen sie es selber nehmen, nicht, dass ihr das macht, sondern sie sollen es selber nehmen. Mittlerweile geht dieses Nitrospray immer weiter raus, weil man auch viele Komplikationen damit verursachen kann und festgestellt hat, ganz so doll ist es auch nicht. Ja? Deswegen habe ich das an dieser Stelle auch so ein bisschen ausgegraut. Frage? Wir haben gelernt, dass beim Nitrospray, dass er auch zum
Abfall. Abfall füllen kann. Das heißt, wenn der Blutdruck schon sehr niedrig ist, würden wir das ja auch keinenfalls geben. Genau. Und auch davon abraten. Genau. Gibt es da irgendeinen Wert? Es gibt dafür einen Wert, den haben wir hier mal festgelegt auf unter 120 in der Systole. Ja, dann sollte man das nicht machen. Nebenbei macht das auch massive Komplikationen, wenn die Patienten sogenannte Phosphodiesterase-Hämmer genommen haben. Der kundige Mensch kennt das unter dem Verkaufs- und Handelsnamen Viagra. Ja, also potenzsteigernde Mittel vertragen sich mit diesem Nitro auch überhaupt gar nicht. Jetzt aber Vorsicht, nicht nur Viagra hat Phosphodiesterase-Hämmer in sich, sondern auch viele Medikamente, die zum Beispiel den pulmonalen Bluthochdruck behandeln oder aber auch urologische Grundprobleme angehen. Ja, deswegen können also auch durchaus Frauen Phosphodiesterase-Hämmer nehmen. Ja, das ist durchaus möglich. Und auch die würden da nicht gut drauf reagieren. Deswegen eher Finger weg. Genau, aber ich meine, wenn jetzt jemand das hat dann, und das kennt, dann würde er vielleicht dazu neigen, das zu nehmen. Dann müsste ihn dann ja irgendwann. Und dann fragst du ihn, lassen Sie mich wenigstens Ihren Blutdruck genau, vorher messen. Vorher den Blutdruck messen, um zu gucken. Meistens, sage ich jetzt mal, wenn die das selber haben, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht vertragen, relativ gering. Behaupte ich jetzt einfach, weil sie es schon häufiger genommen haben. Ich kann dir aber, so kleine Anekdote am Rande, ein bisschen Zeit muss man noch totschlagen. Ich hatte mal eine in meinem Hauptberuf im Rettungsdienst eine ständig wiederkehrende Patientin. Um genau zu sein, haben wir die quasi täglich besucht. Alle Teams, auch die Ablösenden. Jeden Morgen kurz nach 7 sind wir zu der hingefahren. Immer lag die am Boden, ist umgefallen, so ohnmächtig geworden. Kommst du hin, machst, untersuchst, alles normal, alles schick, kein Problem. Trotzdem zur Abklärung ins Krankenhaus, nichts gefunden, wieder zurück, nächsten Morgen wieder bei ihr, kurz nach 7. Dann mal ein bisschen länger im Krankenhaus gewesen, zur stationären Abklärung, auch nichts gefunden, da ist nichts passiert, kaum ist sie wieder zu Hause, fällt die jeden Morgen kurz nach 7 um. Denkst du dir, was ist da los, was macht die? Aufstehen, ja, aber das war nicht das einzige Problem. Irgendwann lag auch immer so im Flur, ne, oder Flur oder Wohnzimmer, bis dahin hat sie es geschafft, dann ist sie umgefallen. Irgendwann lag sie halt so im Flur kurz vorm Badezimmer. Und weil ich ja ein organisatorisch reinlicher Mensch bin, habe ich gedacht, hier wird es bestimmt irgendwo einen Mülleimer geben in diesem Badezimmer. Kannst du nämlich den ganzen Müll, den wir so fabrizieren, mit dem Material, was wir so verbrauchen, jedes Mal, ja, für Zugang legen, Blut abnehmen und so weiter, packst du mal in den Mülleimer, den sie da im Badezimmer hat. Betrete also zum ersten Mal dieses Badezimmer. Und sehe auf dem Spiegelschränkchen eine Flasche Nitro, dieses Medikament. Und denke mir, irgendwann kennt man die Patienten ja, steht hier nicht, also in der Medikamentenliste steht es nicht, die hat auch keine entsprechenden Vorerkrankungen, warum hat die sowas? Geh hin, frage sie, Mensch, Frau, sowieso, was ist mit dir? Das ist mein Mundwasser. Da hat die sich über Wochen, jeden Morgen schön nach dem Aufstehen 3, 4, 5, 6 Sprays da stehen wieder runtergegeben und wir haben uns immer gewundert, warum der Blutdruck so niedrig ist. Beziehungsweise bis wir wieder da waren, war er wieder normal. Ne? Insofern, das macht schon Komplikationen. Da muss man vorsichtig sein. Bitte? Das ist ein Medikament, aber das sind ja so Sachen, die gibt's, geben die alten Menschen gerne auch untereinander weiter. Und weiß nicht, hat sie das halt irgendwie gehabt? Ja, oder hat sie von ihrem alten Mann, von ihrem verstorbenen Mann geerbt oder irgendwie sowas? Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass die, ne, wenn ich das nehme, kann mein Ehepartner das auch nehmen, wo du sagst, nein! Ne? Das passiert halt. Ich soll aus dem Internet Daumen hoch für die Rettungsdienstgeschichte ausrechnen. Okay. Wenn jetzt so ein Notarzt kommt, dann macht er ein bisschen was. Also der schreibt, wie gesagt, ein EKG, der guckt, ob er das so in dieser Herzstromkurve erkennen kann, dass es da zu einem Untergang des Muskelgewebes gekommen ist. Der wird einen Zugang legen, um gegebenenfalls Medikamente zu geben. Da nimmt man zum einen so ein Schmerzmittel. Analgetikum heißt Schmerzmittel, denn die haben ja Schmerzen, das tut weh. Das ist ja unangenehm, das macht Panik, Angst, Stress. Stress treibt den Blutdruck hoch, treibt die Herzfrequenz hoch. Eine hohe Herzfrequenz und ein hoher Blutdruck ist bei einem eh schon geschädigten Herz schlecht. Aus diesem Grunde möchte man keinen Stress.
Man möchte keine Schmerzen. Man gibt denen Schmerzmittel. Das ist im Regelfall ein Opiat, meistens Morphium. Na? Hatten wir den Notarzt, fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, haben wir also im Sanitätsdienst möglicherweise dann dabei, wenn wir eine arztbesetzte Unfallhilfstelle dabei haben, das ist so Part vom Doktor. Ne? Das soll der machen. Was haben wir noch? Wir haben Gerinnungshemmer. Ja, wir haben ja irgendwo ein Blutgerinnse. Das heißt, Blutplättchen, die Thrombozyten haben sich alle zusammengetan. Ihr kennt alle, es war einmal der Mensch, es war einmal das Leben. Ja, die kleinen Blutplättchen haben sich alle schön an die Hand gefasst und verklumpen da irgendwas. Und dieser Gerinnungshemmer, nach 20 Uhr, hackt diesen Blutplättchen die Hände ab. Ja, so, der kommt dazwischen und hackt die ab, damit die sich nicht an die Hände anfassen können und sich nicht verklumpen. Wir nehmen da im Regelfall ganz stinknormal Aspirin. Das ist gut, das ist so ein Thrombozytenaggregationshemmer, also der verhindert, dass die verklumpen. Gibt man noch ein zweites Medikament hier, zumindest in unseren Breitengraden, noch was, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Heparin. Ja, kriegen die auch. Also wir gehen von zwei verschiedenen Arten daran, den Thrombozyten zu verbieten, sich die Händchen zu halten. Wir geben möglicherweise ein Antiemetikum, das heißt Antibrechmittel. Ja, wenn denen schlecht ist, dann wollen wir nicht, dass denen schlecht ist. Weil wenn den Leuten übel ist, haben sie Stress. Stress sorgt dafür, dass die Herzfrequenz steigt, dass der Blutdruck steigt. Das ist für unsere Pumpe schlecht, das wollen wir vermeiden. Ja, und würgen ist auch immer schlecht, außerdem muss es geputzt werden danach. Machen wir nicht, kriegt der was gegen Übelkeit. Möglicherweise kriegt er auch noch was, um generell ein bisschen ruhiger zu werden. Denn wenn man jetzt so feststellt, mein Gott, ich bin jetzt halt schon auch mit Risikofaktoren geplagt und aus dem Nichts heraus plötzlich habe ich so Brustschmerzen und kriege tatsächlich so eine Todesangst einfach. Ich glaube, jetzt geht es mit mir zu Ende, ich sterbe gleich. Ja? Das macht auch Stress. Stress, haben wir gerade schon mehrfach erwähnt, ist nicht gut und deswegen geben wir ihm einfach was, damit er keinen Stress mehr hat. Also wir legen ihn nicht ganz schlafen, aber wir sorgen dafür, dass er ruhiger wird. Und weil hoher Blutdruck generell schlecht ist, kriegt er möglicherweise auch noch was gegen den hohen Blutdruck. Das sind aber die Sachen, die macht dann im Regelfall unser Rettungsdienstpersonal oder der Notarzt. Ja? Das würde dann auf euch gegebenenfalls hinzukommen, dass man sagt, hier, bereitet das mal vor. Und wir wissen, ihr seid alle Profis im Vorbereiten von Medikamenten und kriegt das alles in 1 fix 3 hin, alle Medikamente entsprechend aufzuziehen. Für alle, die jetzt vielleicht sagen, naja, ganz so schnell bin ich vielleicht doch nicht. Und empirische Beweise belegen die durchschnittliche Vorbereitungszeit in unserem Sanitätsdienst von einem Medikament liegt irgendwo rund um die 5 bis 6 Minuten. Dem sei ans Herz gelegt, übt das einfach. Wir haben das Zeug da, ja, wenn ihr das nutzen möchtet, fragt einfach nach und sagt, können wir mal probieren, einfach mal so ein paar Ampullen aufbrechen, aufziehen, damit man da einfach ein bisschen mehr Routine drin hat und da einfach schneller ist. Weil in dem Fall des Falles hätten wir das gerne auch relativ schnell und nicht erst nach zusammengerechnet 20 Minuten. In Fällen, wo es nicht so dringend ist, da lassen wir euch ja da werkeln und machen und tun. Warum sage ich das? Also seid jetzt nicht traurig, wenn ihr irgendwo im Sanitätsdienst seid und dann ist da so ein Patient und dann lassen die euch das nicht machen. Ja? Das ist jetzt nicht böse Absicht, sondern die Erfahrung zeigt einfach, die wenigsten von euch machen das täglich. Ja? Dann dauert das halt auch entsprechend länger. Und dann sagt man, okay, wir ziehen das jetzt mal schnell selber auf, um es dem Patienten zu geben. Denn je schneller es drin ist, desto eher und besser wirkt das Ganze auch. Und so andere Geschichten, die längerfristig Zeit haben, die könnt ihr dann auch gerne machen. Ansonsten einfach immer üben. Fragen, Hinweise, Wünsche, Anregungen? Verstanden alles soweit? Irgendwas unklar, völlig unverständlich erläutert, erklärt? Zu minimalistisch erklärt. Welche Medis darfst du als NFS geben? Alles außer das Betäubungsmittel.
weil ich es nicht, also ich dürf, theoretisch dürfte ich auch das Betäubungsmittel geben, aber ich habe es nicht. Ja, und das hat nur der Arzt und demzufolge, also die Befugnis, die Befähigung ist da, ja, aber das Betäubungsmittelgesetz spricht aktuell noch dagegen. Hast du dann irgendwie was beim Schmerzmittel, was nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt? Im Regelfall keins, was da jetzt so gut hilft. Esketamin ist bei kardialen Geschichten kontraindiziert. Das lassen wir mal weg. Nee. Da Esketamin möglicherweise den myokardialen Sauerstoffbedarf in die Höhe treibt, wäre das schlecht. Dann eben nichts. Dann nur beruhigen und darauf warten, dass irgendwann jemand kommt, der mit Opiaten durch die Gegend laufen darf, ohne dagegen gegen ein Gesetz verstoßen zu dürfen. Nein, das ist tatsächlich, wobei auch Morphin in der Tat aktuell so ein bisschen umstritten ist, weil man auch da feststellt, es gibt so mehrere Studien, die sagen, möglicherweise sollten wir uns davon in absehbarer Zeit auch verabschieden und vielleicht was anderes nehmen. Das muss man halt gucken. Aber den Rest können wir auch so machen. Sonst noch Fragen für diesen kleinen wiederholenden Kurzüberblick? Gilt auch fürs Internet. Wusstet ihr alles schon? War das alles völlig umsonst, dass ich mich hier hingestellt habe? Und unvorbereitet, wie immer, irgendwas von mir gegeben habe. So. Ich soll ausrichten, guter Vortrag. und vielleicht magst du noch mal darauf hinweisen, für alle, die gerade noch zugucken, unseren YouTube-Kanal kann man abonnieren. Das ist wohl wahr. Unseren YouTube-Kanal kann man tatsächlich abonnieren. Da kommen regelmäßig die tollsten Filme und filmischen Beiträge heraus. Wir haben, glaube ich, auch schon eine relativ hohe Agenda von 20, 15, 16, 12, 8 Beiträgen. Diverse Projekte. In der Pipeline. Also das lohnt sich tatsächlich, da mal zu gucken und hinterher zu bleiben. Und wenn wir dann das ganze Format hier regelmäßig übertragen und mit Steadycams und aus verschiedenen Perspektiven, aus dem Schnittraum hinten. Nico hat da tolle Ideen. Okay, sonst noch irgendwas, was ihr sonst gerne fragen möchtet? Muss auch nicht unbedingt zum Thema akutes Coronasyndrom sein. Ich bin bereit, viele Fragen zu beantworten. Nicht alle, aber viele. Ja, bitte. Ja, tatsächlich gibt es Menschen, die einen Herzinfarkt haben und das nicht bemerken. Da fallen relativ häufig Menschen runter, die Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes haben. Da läuft sowas mitunter asymptomatisch ab. Aber auch diese eine Menschengruppe, die ist relativ weit verbreitet auf diesem Planeten, kennzeichnet sich durch Doppel-X-Chromosomen aus. Ja? Viele Frauen merken tatsächlich nicht unbedingt, dass sie einen Herzinfarkt haben, weil der da nicht unbedingt mit diesen Symptomen vergesellschaftet, verkoppelt ist. Die haben halt nicht diesen typischen Brustschmerz, sondern relativ häufig so Bauchschmerz oder so Rückenschmerzen. Und jetzt mal ehrlich, 80% aller Frauen, die ich so kenne, haben Rückenschmerzen. Immer mal wieder. Das wird also gar nicht tatsächlich so in diesen Bezug gebracht. Das heißt, es gibt Menschen, die kriegen das nicht mit und die gehen dann irgendwann mal zum Arzt und jetzt kommt wieder dieser geschulte Blick auf so ein EKG. Das kann dir nämlich nachher sagen, Mensch, Sie hatten aber mal einen Herzinfarkt. Nö, doch. Ne? Das kriegen die tatsächlich mit. Wenn es jetzt nur ein kleines Gebiet betrifft, ist das auch nicht so unbedingt lebenseinschränkend. Wobei ich ganz klar sage, wenn es einmal zu so einem Verschluss eines Herzkranzgefäßes gekommen ist, dann kann es auch immer wieder dazu kommen. Ja? Im Regelfall bekommen die Patienten, die sowas mal hatten, auch oder die gefährdet sind, eine Dauermedikation. Die kriegen also regelmäßig ihr Aspirin. Die müssen jeden Morgen eine kleine Tablette Aspirin nehmen. Und das ist an ihr Leben. Also tatsächlich ist Aspirin, wenn ihr Protokolle ausfüllt und nach Medikamenten fragt, eines der häufigsten Medikamente, die euch da entgegengeschleudert werden. Das ist nicht ungewöhnlich. Okay?
irgendwelche anderen Fragen. Also wenn der Blutdruck sinkt, stabilisiert er sich dann meistens auf irgendeinem niedrigen Niveau oder geht er dann immer weiter runter? Das hängt jetzt tatsächlich von vielen Faktoren ab. Stabilisieren kann man nicht sagen, wenn der Blutdruck irgendwo bei 45 ist. Das ist zu wenig. Ja? Ein Blutdruck von 50 in so einem kardiogenen Schockereignis ist aber nicht ungewöhnlich. Das ist aber deutlich zu wenig. Der Patient ist hochgradig instabil und quasi schon mit dem ersten Fuß auf eins meiner Lieblingsbilder, mit dem ersten Fuß auf der Regenbogenbrücke. Ja? Er geht schon los. Ja? Und unsere Aufgabe wäre es jetzt dafür zu sorgen, dass wir sagen, hey, überleg dir das nochmal. Bleibt mal noch ein bisschen. Indem man dann mit verschiedenen Medikamenten auch versuchen kann, den Blutdruck wieder zu steigern und eben möglichst schnell und rasch für eine Reperfusion zu sorgen. Mitunter kann man das, da könnte euch die Lilly zum Beispiel eine ganze Menge zu erzählen, auch mit einer ECMO-Maschine, also mit so einer extrakorporalen Membranoxygenierung. Also das heißt, man umgeht das Herz. Man steckt ganz viele Schläuche in den Menschen rein und lässt das Blut von einer Maschine belüften, mit Sauerstoff anreichern und dann lässt man es wieder zurück in den Körper gehen. Das kann man machen, um das Herz ein bisschen zu entlasten. Das macht man bei dem einen oder anderen auch über Brücken bis so eine Herztransplantation. Auch das ist ja heutzutage möglich. Ja, wann war die erste Herztransplantation? Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war in den... Südafrika war das, glaube ich. Ne? Ja, aber 60er? Irgendwas in den Ende 60er Jahren. Da ist so ein Herz transplantiert worden. Das erste Mal. Das kann man heute tatsächlich machen, wenn man einen geeigneten Spender findet. In diesem Zusammenhang, wir haben hier noch irgendwo Organspendeausweise. Wenn ihr also möchtet und sagt, ja, warum nicht? Ja, ich brauche es ja dann nicht mehr. Möglicherweise, dann seid dabei und gebt eure Organe frei. Auch wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht, dann schreibt es auch in diesem Zeitraum. Auch diese Möglichkeit besteht natürlich, ganz explizit zu sagen, nein, meine Leber sollte niemand bekommen. Sie ist so hingehunzt. Okay. Noch was. Ich habe mein vorgegebenes Ziel von 50 Minuten erreicht und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, kommt gut nach Hause und passt auf euch auf.